einen recht herzlichen, möchte Ihnen einen recht herzlichen Empfang bereiten hier im Haus. Ich freue mich sehr, dass Sie alle heute zu dieser Gala-Veranstaltung hier sind. Sehr geehrter Herr Dr. Herzog, wir haben Ihr Motto mit Taten helfen aufgegriffen. Ich freue mich sehr, Ihnen heute einen Scheck überreichen zu können in Höhe von 9.078 Euro für die Christiane-Herzog-Stiftung. Sehr geehrte Frau Koch, ganz, ganz herzlichen Dank für diese wunderbare Summe. Auch Ihnen allen durch die Karten, die Sie gekauft haben, haben Sie ja zu dieser Summe beigetragen. Ihnen allen einen ganz, ganz herzlichen Dank. Schauen wir mal, ob es stehen bleibt. Die Mukoviszidose ist eine fürchterliche Krankheit. Es ist die häufigste Stoffwechselkrankheit, erbliche Stoffwechselkrankheit der hellhäutigen Erdbevölkerung. Jeder 25. ist Genträger. Und wenn sich zwei Eltern, die beide zufälligerweise Genträger sind, zusammentun und Kinder zeugen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind Mukoviszidose hat, weil es den Gendefekt auf beiden Chromosomensträngen hat, ein Viertel. Und somit haben wir in Deutschland im Moment zwischen 8.000 und 10.000 Betroffene, die unsere Hilfe brauchen. Die Krankheit, ganz kurz nur, wirkt sich darin aus, dass jedes Körpersekret zähflüssig produziert wird. Stellen Sie sich einen Strohhalm vor, lassen Sie Wasser durchfließen, das ist der gesunde Körper. Nehmen Sie Honig, lassen Sie ihn durchfließen und Sie können sich ungefähr vorstellen, was Mukoviszidose bedeutet. Der Bauchspeichel funktioniert nicht. Bauchspeicheldrüse produziert zwar, aber er gelangt nicht in den Magen-Darm-Trakt. Die Ernährung funktioniert nicht. Die Lunge, der zähe Schleim setzt sich in der Lunge fest und verstopft die Lunge. Bakterien nisten sich ein und so weiter. Im Endeffekt kommt es immer wieder zu Lungenentzündungen, zu chronischen Lungenentzündungen. Die Lunge wird nach und nach zersetzt, verhärtet und immer noch sterben 90% der Betroffenen, weil sie nicht mehr atmen können im Endstadium. Für diese Betroffenen sammeln wir von der Christiane-Herzog-Stiftung nach wie vor. Der Tod der Mutter ist jetzt in diesem Jahre, hat sich zum 8. Mal gejährt. Wir führen ihre Arbeit fort. Und der Name Christiane Herzog, ihr Bild ist in den Köpfen immer noch so präsent, dass wir immer wieder mit Aktionen wie heute Abend beispielsweise Geld sammeln können, Geld einnehmen können, um den Betroffenen helfen zu können. Das schaffen wir aber nicht alleine. Frau Koch gebührt ein ganz, ganz großer Dank. Wir haben viele andere Helfer. Eine möchte ich heute stellvertretend nennen, Frau Misselbeck. Ihnen ein ganz herzliches Dankeschön von uns. Sie unterstützen uns seit so vielen Jahren, sind ein so treuer, ja, Kumpan an unserer Seite, Mitstreiter an unserer Seite. Ganz herzlichen Dank für Sie. Jetzt muss ich leider doch den Spickzettel raussuchen, weil die Liste der Namen, wir werden immer wieder bei solchen Aktionen auch von Prominenten unterstützt. Aus Film, Funk, Fernsehen, wo auch immer sie herkommen, sie stellen sich für einen Abend in den Dienst der guten Sache. Und in alphabetischer Reihenfolge, zufälligerweise ergibt sich das Ladies First auch noch gilt, Frau Alessandra Geisel, Entschuldigung, Herr Josef Hannesschläger, Herr Andreas Hauf, Herr Rolf Kusig, der hier praktisch zu Hause ist, und Herr Michael Sporer. Sie haben heute Abend für uns Ihren freien Abend geopfert. Ganz, ganz herzlichen Dank auch an Sie.